Springen und Fliegen mitten in München. Am Dienstag fand am Odeonsplatz der Bayerische Nachwuchswettbewerb sowie die Qualifikation für die Olympischen Spiele im Stabhochsprung und Weitsprung statt. Sowohl die jungen Athleten als auch die Profis durften vor der Kulisse der Feldherrnhalle und der Theatinerkirche ihr Können unter Beweis stellen. Noch bis 21.30 Uhr können Zuschauer bei freiem Eintritt den Wettkampf live am Odeonsplatz mitverfolgen.